Und weiter geht's. Ich muss mein Fauxpas ausbaden, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Gegner sind wegen Hinterhalt. Das heißt, die Garnison könnte höchstwahrscheinlich dabei sein. Vielleicht auch nicht. Wenn ich Glück habe, dann hätte ich eine Chance. Wenn die Garnison dabei ist und wir kämpfen gegen zwei Armeen. Ja. Vor allem, weil sie gerade von überall kommen können. Da marschieren wir. Glorreich und ermüdet. So, genug Zeit vergangen. Sehr schön. Ich würde mich gerne ein bisschen formieren, weil ich habe keine Plane. Ach Gott, die Gegner lassen mir echt ein bisschen Zeit. Und der Gegner hat Verstärkung, ja natürlich. Natürlich. Was war auch anderes zu erwarten, ganz ehrlich. Oh, wir haben aber den tollen Schmaus der Krähen. Wir sind halt allesamt... Obwohl, die Truppen sind frisch. Die Dinos sind sehr müde. Hi. Also Ratten hier rein zu spawnen, ist eine ziemlich beschissene Idee, weil die kriegen gleich dermaßen eine Moraleinbußen, dass die eigentlich gleich wieder abhauen. Okay, mit Glück kriegen wir diese Armee weggefrühstückt, bevor die Verstärkung kommt. Oh Gott, Kleinratten, Sturmratten, ja, das ist garantiert eine Garnison. So, ich hoffe, ich kriege die Formationen hin, die ich brauche. Der Schmaus der Krähen könnte noch sehr, sehr interessant werden. So. Die Dinos, diese gespawnten Ratten können wir nicht allzu viel. Also bei meinen Karnosaurier gegen große Einheiten bringen jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. So, Schmaus der Krähen. Probieren wir es mal aus. So, soll es eigentlich möglichst viele erwischen. Flankierung verhindern, dann bitte. Die Gegner sind in Überzahl, da müssen wir ein bisschen reaktiv spielen. Ich kann nicht selbst aktiv flankieren. Auch nochmal. Vielleicht können wir auch eine riesige Massenflucht auslösen. Das ist das Einzige, worauf man bei den Skaven so richtig hoffen kann. Los, Dino, es ist Happa-Happa-Zeit. Versuch du mal da ein bisschen zu flankieren. Gott, gegen die Skaven sollte der Schmaus der Krähen echt praktisch sein. Alter Falter, was kommt denn da noch alles? Und da hinten ist ja noch die nächste Armee. Oh, das war wirklich, wie gesagt, das war dermaßen behämmert. Okay, hier sind die Kommandanten. Holt sie euch. Himmel, was sich hier versammelt hat. So, die Dinos fangen an zu randalieren. Wenn die Dinos alles ziemlich nah an einem Fleck sind, ist das ganz gut. Dann können die sich gegenseitig decken. Die Front da hinten sieht auch nicht so gut aus. Selbst wenn ich diese Schlacht überlebe, kommt da hinten noch mal eine ganz große Horde. Uncool. Oh, so hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt gern gehabt. Das sind auch nur die ganzen gesegneten Krieger. Oh Mann.
Uncool. Komm mal zurück. Komm, 60er Trupp, bitte zurückkommen. Ultimatives Massaker einfach. Wir nehmen so unglaublich viele Ratten mit, aber das war einfach so. Wow. Ja, jetzt wollen wir um die Dino-Armee nicht mehr so viele Sorgen zu machen, ne? Dann auch noch ein Marsch. Ich hab wirklich. Das ist das. Wenn es wirklich eine bescheuerte Entscheidung gibt, dann ist es wirklich die. In dem Augenblick. Wir hatten mit dem Schmoster Green schon einiges vernichtet, wenn man sich das anguckt. Das ist echt nicht ohne. Das ist schon gut. Was ist, wenn ich den mal überlade? Explodiert dann mein Zauberer einfach. Mist. Mist. Ja, so viel dazu. Dazu kommen wir wohl nicht mehr. Ich schaffe noch nicht mal die erste Armee, bevor die zweite ankommt. Das war viel zu viel halt einfach. Dann müsste ich aber bald wieder sammeln. Wenn jetzt die Verstärkung nicht da, könnte es eine echt knappe Schlacht werden. Aber so ist es ein leichtes Problem. Oh, Rattenogre sind auch noch dabei. Nee, das ist zwar jetzt einfach nur ein Massaker. Gut, da haben wir schon mal das Problem behoben, dass wir zu viel. Einheitenunterhalt haben. So, jetzt habe ich nochmal überladen. Und ja, die Kills gehen ganz gut hoch. Und da geht er wieder. Super, und der Zauberer hat sich auch unterbrochen dadurch. Vor allem die Sauruskrieger haben halt reingedrückt, das ist übel. Ah, mit den Rattenogern sich anzulegen, ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Oh Gott, was macht ihr da hinten? Und da kommt die zweite Arm wieder. Das ist so bescheuert gewesen von mir. Das Schlimmste ist, das ist nicht meine absichtliche Entscheidung gewesen. Ich habe die einfach verschlafen, ey. Oh Gott, Sturmratten mit Hellebarden. Genau, das ist der Albtraum für meinen... für meine Einheit hier. Ja, das war's. Ich habe noch so viel mitgenommen, wie nur irgendwie geht. Das war sogar angeblich eine knappe Niederlage. Dabei war da noch eine zweite ganze Armee. Und das Problem ist eigentlich, als die Marschstellung besiegt wurde, ist die Armee futsch. Das waren drei Armeen. Drei. Mann. So ein Scheiß. Kein Wunder, dass ich es erstmal so überrannt wurde. Ich lebe noch. Nee, im Kampf getötet. Wollte schon gerade sagen, das kann nicht sein. Eigentlich müsste ich doch, wenn ich bei Marsch... Ah, das war auf so vielen Ebenen scheiße. Und jetzt macht er Itza platt, oder wie? Nee. Okay. Wir brauchen einen neuen Timmy. Erstmal was zu trinken einschenken. Hey, das spart uns jetzt erstmal eine Menge Einheitenunterhalt, ne? Alles verläuft nach Plan. Schade um mein Bestien. Zauberer. Die will ich mir echt noch angucken. Ich nehme mich mir bei dem einen Kommandanten da oben mit rein. Die Ertrunkene weiter. Oh! Ein bretönischer Geist. Solchen kleinen Moors. Oh, jetzt sind die nochmal stärker geworden, ja. Das ist super. Aber immerhin. Okay, ich würde mal sagen, wir können jetzt wenigstens ein bisschen zur Rache blasen.
und ein paar Ratten ausmerzen. Es sei denn, die Ratten wollen nicht. Dammit, wie weit laufen die denn weg? Boah, haben den Segen der bretonischen Göttin, ey. Bevor ich einen Taxklan nicht ein besseres Verteidigungsgebäude habe, werde ich da jetzt erstmal nicht weggehen. Ich kann da versuchen, ein bisschen was zumindest zu rekrutieren, aber... Ich glaube, wir machen einfach den Dino-Ritus nochmal. Und holen uns nochmal so einen Dino-Kommandanten und machen nochmal was Ähnliches. Auch wenn ich ein paar Dinos abgeben würde. Beispielsweise an ihn. Der kriegt dann einfach noch ein bisschen Dino-Power dazu. Ah, er ist wieder fertig. Dann gehen wir mal wieder hoch und nerven ein bisschen. Ich meine, das bringt uns auch eine Menge Geld ein. Und wieder so angedüst kommt, ne? Und da hat er wieder seine Armee fertig. Ah, ich glaube, ja. Das ist wahrscheinlich auf der Karte nur bei diesem Ding. Ich erkenne sie auch wieder. Genau, hier hat die Schlacht stattgefunden. Wenn ich nochmal den hier reinlogge, wäre das natürlich zum zweiten Mal mit dem gleichen Trick geschlagen, quasi. Oh, guck mal, wir können jetzt sogar die Rang der Rekrutierung für Skinkhäuptlinge erhöhen. Aber ich glaube, das ist nur... Ist es nur hier? Oder fraktionsweit? Ich glaube, es ist nur, wenn man sie hier rekrutiert. Aber gut, genau hier würde ich sie auch rekrutieren, ne? Dann machen wir das Gebäude mal. Aber ich würde, glaube ich, am letztliebsten jetzt schon mal den neuen Skinkpriester machen. Wir sind gerade mal Level 2. Aber ich könnte unglaublich viele noch machen von denen, sehe ich gerade. Himmel ist ja ganz cool. Aber komm, Bestien ist eine schöne Ergänzung zu meinen anderen Zauberern, weil die einfach noch einen anderen... Ich meine, C ist nicht schlecht, aber es ist ein Marke, die halte ich eher aus dem Kampf raus. Nämlich tatsächlich die Heldenselbstverteidigung. Weil das kann unglaublich praktisch sein. So, machen wir nochmal den Spaß. Die waren eh noch nicht so hoch vom Level. Außerdem, was haben die Magier eigentlich für Fähigkeiten? Technologie stehen verwunden, Armee blockieren. Okay, das ist jetzt nicht so dolles, dass ich sagen kann, ich mache den jetzt hier als Attentäter erstmal. Aber ich könnte den beispielsweise erstmal bei der Armee mit reinknallen. Klar, haben wir da schon einen Magier. Aber ich meine, das sind dann zwei verschiedene Magietrees. Der hat der so hauptsächlich seinen Damage-Baum und der hat den Beschwörungsbaum. Vor allem, da wir jetzt dann zwei Magier haben, die beide Arkane Kanalisierung einsetzen können und Energiereserven erhöhen. Das kann sich schon lohnen, zwei Magier in einer Armee zu haben. Hey du, der Robert Barthélemy. Das war sogar Erfolg mit 33%. Nice. Ich bin stolz auf dir. So. Das wird überhaupt nicht immer unübersichtlicher hier. Und es werden schon wieder immer mehr neue Agenten. Mein Fuzzi kommt mit den Attentätern nicht hinterher. Attentaten nicht hinterher. Aber bei den Dunkelelfinnen ist es wenigstens möglich, denen die Schnürsenkel zusammenzubinden. Und trotzdem schlägst du fehl. Himmel. Ich glaube, der Spaß wird jetzt auch zum Running Gag. Dann nimm mal den Köcher mit. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich muss auch die positiven Aspekte betrachten. Klar, der Kommandant, der war jetzt nicht ultra hoch. Auch der Zauberer nicht. Die Dino-Armee, ja, natürlich ein bisschen schade drum, aber die kann ich jederzeit wieder rausziehen. Um die gesegnete Brut war es ein bisschen schade. Aber eher... Gerade aktuell bringt es mir sogar einen Vorteil, weil die Armee da unten war jetzt eh nur zum Skaven-Nerven da. Und jetzt spare ich eine ganze Menge Unterhalt, womit ich die Armee da oben besser aufbauen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es total toll war, dass wir die Armee verloren haben, aber es hat durchaus auch seine positiven Aspekte. Vielleicht lasse ich im Süden jetzt tatsächlich die Skaven erstmal in Ruhe und konzentriere mich voll auf die Vampirküste und wenn die ausgeschaltet ist, kann ich mal gucken, dass ich dann im Süden meinen Verbündeten helfe. Die, glaube ich, schon drei Regionen jetzt haben. Die bauen sich weiter aus. Das ist nicht schlecht. Es sei denn, der Seuchenklang geht jetzt her.
Warum haben die überhaupt so viele Truppen? Die sind hier, die sind da unten. Die sind gerade überall. Genau, geht mal lieber den Vampirküster auf den Sack oder so. Aber ja, die haben jetzt schon drei Gebiete. Die breiten sich wieder aus. Sehr gut. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Ich brauche jemanden, der mir im Süden erstmal die Skaven vom Leib hält, bis ich hier im Norden die Vampirküste weggedroschen habe. Da kommt der ständig. Die kommen mir gerade in einer Reihe. Als würden die Nummern ziehen, um hier supportiert zu werden. Der nächste, bitte. Ding Dong, Nummer 249. Das bin ich, das bin ich. Yay. Gurat Urak, der hat auch gerade den Jurassic Park rausgelassen. Ja, und damit kann der jetzt, wenn die alle noch unangenommen sind, die Städte, und da kann sich jetzt alles holen, das wäre natürlich cool. Dann könnte der jetzt Wunderbärchen. Mach den Fehler nicht, den ich begangen habe, mein Freund. Was willst du tun mit der Mini-Armee? Der macht genau den gleichen Scheiß wie ich, nur dass er nicht in Marschstellung ist. Und nur eine halbe Armee schickt. Da willst der Gerhard nochmal wissen. Ernsthaft, auf genau die gleiche Weise nochmal, oder wie? Aber diesmal hat er drei Mörser. Er hat dazugelernt. Das ist uncool. Drei Mörser könnten wehtun. Aber gut. Wenn du willst, machen wir den Scheiß eben nochmal. Sind wir wieder beim gleichen, oder? Ja, Tatsache, wir sind echt nochmal auf der gleichen Map. Aber wie gesagt, diesmal hat er drei Mörser. Das gefällt mir gar nicht. Aber was ich machen kann... Komm, diesmal locke ich ihn ein bisschen vor. Diesmal machen wir es etwas anders. Und zwar würde ich diesmal hergehen. Meine Artillerie weiterhin hier hinten lassen. Aber ein bisschen weiter hinten. Hinten, aber weiter hinten. Ihr versteht. Der Masterplan. Surasaurus. So. Ja, versuch, dass die mich mit dem Mörser nicht gleich beballern können. Dann noch die Späße hier. Und ich würde sagen, wir legen los. Wieder bei dem wunderschönen... Ich finde, das Ding sieht optisch richtig cool aus. Schade, dass es diese Map nur einmal gibt an diesen, eben dieser Position, ne? Weil es hat was. Ist echt cool. So, der Gegner hat seine Mörser... Er kann schießen. Dammit. Mein Stück zurück, alle. Oh, der schießt, glaube ich, auf meinen Kommandanten, oder? Ja, gut. Eben cool, das ist auch ein sehr breites Ziel. Muss man ja ernsthaft sagen. Ich würde gerne gucken, ob ich den irgendwie beschießen kann mit meinem Helden, aber die Reichweite ist ziemlich eklig, was das angeht. Aber ich kann an sich mal rein nuken. Was haben wir da überhaupt? Gut gegen Artilleriewaffen. Na, da haben wir doch was. Ohne die Mörser sieht es nämlich schon besser aus. Dann gucken wir mal. Was macht das? Ein Blitz. Alles klar. Machen wir mal einen Seelentilgen rein, weil das sollte gerade in dieser Reihe, wie die stehen, so übel reinhauen. Wo? Oder auch nicht. Ich dachte, das geht einmal komplett durch. Aber gut, das macht schon Schaden. 16 Kills. Was steht denn jetzt eigentlich hier und lasst euch beschießen? Macht euch das Spaß oder so? Oh, jetzt fangen die an, darüber zu schießen. Mann, okay, weißt du was? Das lasse ich mir nicht bieten. Wir gehen jetzt mal rüber und schießen auf die. Ich meine, die Mörser haben auch einen Nachteil.
Sie haben, glaube ich, relativ schnell ihre Munition verschossen für Gewöhn. Ihr seid die Falschen. Ja, ihr seid die Falschen. Ich möchte die mit der Sonnenmaschine haben und die hier. Ich schieße mal allesamt auf diese Kameraden. Diesmal haben wir keinen Riesen, den wir unbedingt beschießen müssen. Worauf warten die eigentlich? Klar haben die Mörser, aber ihr habt trotzdem nicht den Reichweitenvorteil, ganz ehrlich. Das ist eine Lüge. So, ihr müsstet die auch beschießen können, ne? Aber nicht von hier, oder was? Ich tilge noch ein paar Seelen. Jedem seine Hobbys und so. So. Jetzt versuchen wir mal direkt die Artilleriewaffe zu treffen. Denn damit könnten die wirklich kaputt gehen. Du bleibst mal hier, genau wie du. Ja, ich glaube, da hättest du mal getroffen. So, die Gegner kommen näher. Ich würde gerne sagen, der Hinterhalt ist vorbereitet, aber das wäre gelogen. Ich lasse ein bisschen näher kommen. Ich will das so eine Art... Die verfolgen meine Kröte. Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal ein bisschen vor. Er kann von da oben eigentlich seinen Seelentilgen zaubern. Die Seelentilgende Seelentilgung. Tick-Tock-Tuck. Richtig. So, jetzt mal die Gegner hier einen kleinen Trichter bilden lassen. Fände ich ziemlich effektiv, muss ich sagen. Dann könntest du Einheiten so mit ein bisschen Erhöhung sehr gut reinschießen eigentlich. Jetzt seid ihr mit der hohen Reichweite. Komm, ich stelle dich auch mal mit da oben hin. So, du kannst von hier oben hoffentlich dein gleißendes Licht gut reinballern. Hier beispielsweise. Oh, ich glaube, das könnte echt interessant werden. Hau mal hier rein. Gut. Oh ja. Oh ja, der war gut. Ich hoffe, ich komme dir irgendwie noch vorbeigeschält. Das war so eine meiner Hoffnungen. Machen wir mal so. Bafus Gewaltikus. Direkt verglichen mit den Schwarzorks. Schön, dass du Lisa heißt. So, hier ist noch ein großer, schöner großer Knubbel. Herrlich. Ich könnte auch mal was Überladenes reinhämmern, aber ich möchte nicht zu viel Energie verbrauchen. Ich möchte auch dauerhaft bombardieren können. Der hat ganz gute Kills mittlerweile. Kack auf die Artilleriewaffen. Da können wir nochmal reinbritzeln. Mal gucken, wie viel Kills macht am Ende. Oh nein, die fliehen jetzt eh. Beeil dich, Blitz. Zwei, drei. Oh ja. Ich glaube, jetzt rennen sie eh. Wie die Hasen. Da kommt ein Projektil. Ui, das hat nochmal gut Schaden gemacht. Oh ja, ui, der hat nochmal gut Kills bekommen. Heiliger. Heiliger Himbeereisbecher. What? Hinterher. Ach, da drüben waren ja nochmal Mörser, stimmt. Aber irgendwie haben die Mörser, ich glaube, die haben schon Kills gemacht. Aber denkt nicht so viel, wie die könnten. Die haben so viel verfehlt einfach nur. Ich hole euch. Da haben wir den Gerhard. Vielleicht kriege ich den mal gemoscht. Wie auch immer es ein Mensch schafft, Schwarzorks anzuführen. Ernsthaft, das... Schwarzorks, die ernsthaft einem Menschen hinterherrennen.
Das ist ja eigentlich eher nützlich. Aber ich kann echt über den Kopf meiner Truppen hinwegschießen mit dem Zauber, ne? Das ist eigentlich perfekt. Normalerweise haben solche Geschosszauber immer das Problem mit dem Gelände und dass da die eigenen Truppen im Weg stehen. Aber durch seine schöne kleine Erhöhung, durch seinen tollen Thron, geht das eigentlich. Gut, beenden wir mal an der Stelle. Wir haben einen entscheidenden Sieg. Wenigstens eine positive Sache heute. Ja, es war keine wirklichen Truppen verloren. Aber hey. Aber hey. Das ist mein Argument mal wieder. Komm, noch mal Einheitenerfahrung. Wir können den gerade gut farmen. Oh la la. Ah, nee, da können wir damit. Mann, ich denke immer so, ja, jetzt kriege ich ihn noch mal, aber da schafft es immer wieder, sich zu verpissen. Wie lange, wie oft wollen wir das jetzt eigentlich noch machen? Wie viel will er mir jetzt eigentlich noch schenken? Ja, und hier. Jetzt haben wir unseren Saurus Hornacken wieder bereit. Der kann schon mal wieder in die Richtung tuckern. Aber neben dieser Tatsache, ja, da kommen immer wieder neue Agenten. Erheblicher Erfolg, na immerhin. Hass Dunkelelfen. Hätte ich eine Blitzschlacht, ne? Mazdamundi, leider habe ich bei dir die Fähigkeiten unten. Die Blitzschlacht wird unglaublich nützlich, um diese Armeenbus zu kriegen. Aber gut, ich würde mal sagen, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.